So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. Ich weiß gerade, wo sind wir denn eigentlich stehen geblieben? Aua. Da sollten wir also aufpassen. Wo sind wir denn hier? Ich habe fast das Gefühl, wir sind von hier gekommen. Und wollten jetzt hier weitermachen. Oder? Ah, das ist... Alter! Diese Fummelei. Ups. Ach stimmt ja, ich konnte mich ja dann irgendwie teleportieren. Ich glaube, es war mit F. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh oh. Diese Geschosse. Ah nee, es war... Ah, so war das. So, dann kommen wir hier nämlich auch weiter. Ach, verflucht. Stimmt ja, hier waren wir beim letzten Mal schon. Also, was heißt wir? Ich kam hier nicht weiter. Aber vielleicht heute. So, dann bekommen wir hier oben nochmal Leben. Gut, was haben wir denn hier? Aua. Habe ich diesen Baum schon? Ich speichere hier einfach mal. Aber ich glaube, den haben wir schon, oder? Genau, und da wollte ich jetzt irgendwie hochkommen. Kam ich aber nicht. Wie? Wie machen wir das? Aua. Weil ich wüsste auch nicht, wo das hier sonst weitergeht. Wir können ja mal kurz auf der Karte schauen. Ja, hier geht's hoch. Aber ich soll sowieso hier rüber. Müsste ich dann nicht eigentlich irgendwie hier weitermachen? Und wie kann ich denn jetzt noch mal? Ach so, ich müsste erst wieder zu diesem Portal. Wo haben wir denn? Wir haben gar kein Portal. Ich glaube, ich muss hier irgendwo raus. Da kommen wir gerade einfach noch nicht weiter. Wenn das so ist. Machen wir den hier nochmal schnell kaputt. Und laufen einfach weiter. Hier geht's für uns gerade. Leider nicht weiter. So, da komme ich ja nicht durch. Wir müssen also erstmal hier entlang. So, dann schaue ich noch mal. Entweder da drüben raus. Wir gucken mal, was da ist. Ups. So, den haben wir gleich. Voll cool, dass wir die jetzt endlich besiegen können. Dann haben wir hier den Kartenstein. Oh ja. Hier können wir uns jetzt austoben. Okay, funktioniert wohl. Nicht unter Wasser. Ich muss den, glaube ich, hier irgendwie reinbekommen. Ich weiß aber nicht wie. Und kann ich das Ding hier eigentlich? Oh ja.
Schon bald können wir endlich das nächste Level machen. Wir brauchen ja inzwischen zwei Fertigkeitenpunkte. Aber wir bräuchten auch hier das Viech nochmal. Warte mal, was ist denn da? Ist da oben was? Oh ja. Hier ist nix. Dann haben wir das hier. Und wir können unsere Fertigkeit einsetzen. Was machen wir denn? Luftsprint. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Oder den Ultralichtstrahl. Eigentlich müssten wir hier, ne? Hier haben wir schon vier. Machen wir hier auch das vierte. Mit dem vierten sieht man besser. So, von oben würde ich zwar jetzt auch durchkommen, aber wie macht man da drüben weiter? Komm her. Komm schon, du musst für mich da reinspringen. Kommt der? Ich habe das Gefühl, der kommt gar nicht hierher. Ich darf halt nicht weglaufen, weil sonst dreht er gleich wieder um. Das funktioniert auch nicht. Dann müssen wir wohl oder übel unten rum. So. Dann war auch gleich den nächsten Fertigkeitenpunkt. Das geht gerade ziemlich schnell. So, dann können wir hier mal kurz Luft holen und haben schon den nächsten Fertigkeitenpunkt. Wahnsinn, wie schnell das funktioniert. So, dann hier rüber. Darüber kommen wir wohl leider noch nicht. Das Ding krieg ich komme nicht mehr zurück. Ich krieg das ja von unten auch nicht auf. Och nein. Ich denke, wir müssen so lange leveln, bis ich das Ding im Wasser kaputt schlagen kann. Wobei, nein, wenn wir die. Ach, ich bin so doof, wir haben noch den Kartenstein. Ups. Wir haben doch den Kartenstein, den können wir doch einfach nutzen. Ach cool. Der ertrinkt also auch einfach. Das hätte wohl gar nicht funktioniert. Wie kann ich den? Ich würde den gerne nutzen. Hallo? Ach, das. Ach Mist, das ist ja bloß ein Kartenstein. Das ist ja gar nicht so ein Teleportteil. Aber wie komme ich denn dann jetzt zurück? Und wie komme ich hier hin? Da unten sollte ich vielleicht nochmal schauen. Wir sind verloren. Ich komme hier irgendwie nicht weiter. Hier komme ich nicht durch. Hier kann ich mal kurz Luft holen. Aua. Dann können wir hier nochmal Luft holen. Hier war aber sonst auch nichts, ne? Da war Schluss. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. So, Luft holen. Was haben wir denn hier?
Ach, verdammt. Kann ich da irgendwie durch Geschosse nach oben gelangen? Bestimmt, oder? So, das kriegen wir hin. So. Von hier drüben bestimmt. So, den haben wir. Und jetzt müsste es halt hier eigentlich irgendwie weitergehen. Also rein logisch betrachtet. Ich wüsste nicht, wie ich da sonst hinkommen soll. Oder wird sich diese Gegend hier vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch verändern? Hier geht's auch nicht weiter. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Wie soll man denn da hinkommen? Höchstens von hier irgendwie, aber da sehe ich ehrlich gesagt auch nichts. Was machen wir jetzt? Mal hier durch. Was anderes bleibt uns ja auch gerade nicht übrig. So, Luft holen. Und dann müsste ich, glaube ich, hier rein. Wollen wir mal schauen. Aber hier waren wir doch gerade. Oder etwa nicht. Und da oben kam ich ja leider nicht durch. Ach so. Okay. Nice. Wie komme ich jetzt aber da hoch? Das weiß ich jetzt nämlich noch nicht. Aber hat sich denn hier dadurch auch was geändert? Oder ist das hier jetzt alles gleich? Schaut eigentlich. Ah, doch, jetzt ist da oben ein bisschen weniger Wasser. Das war also einfach nur ein kleines Rätsel. Aber cool gemacht. Muss ich schon sagen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. So, wieder ein paar Level. Dann speichern wir. Und jetzt können wir hier nämlich durch. Aua. So, hier oben holen wir uns wieder diesen Seelenstein oder was auch immer das sein soll. So, dann können wir hier durchbrechen. Das ist so eine geile Attacke einfach. So, was haben wir denn hier? Ja, nee, das wird nichts werden.
Oh nein, ich habe nicht gespeichert. Ach doch, habe ich. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Aua. Warte, das hier wollte ich mir nochmal holen. Dann. Ja, klar. So. Komm auf den Speicherpunkt da oben. Verzichte ich jetzt einfach mal. Mist. Warum komme ich da jetzt nicht mehr durch? Ich war aber sowieso schon fast down. So, dann speichere ich hier einfach auch nochmal. So. Wir sind aber schon wieder fast tot. Das ist nicht gut. Darüber würde ich kommen. Sollte ich denn darüber? Ja, das hier ist halt so ein bisschen Secret-mäßig. Ja, ich will es. Es wird sich mit Sicherheit lohnen. Da bin ich mir eigentlich sicher. So, haben wir den. Ich müsste da halt irgendwie... Ja, so nicht. Ich glaube, ich gebe es auf. Dann haben wir halt eine Speicherkapazität weniger. Da kommen wir einfach später nochmal. So. Da bekommen wir Leben zurück. Oh, das war aber richtig dumm. Ah, das war nicht klug. So blöd muss halt auch erstmal sein. Ups. Mann, was ist denn heute los? Es ist halt auch noch früh am Morgen. Normalerweise liege ich um die Zeit noch im Bett. So, und jetzt würde ich hier eigentlich gerne nochmal speichern, weil ich dadurch ein bisschen Leben zurückbekomme. Ja, so nicht. Ach Mist, warte, ich will nicht. Okay, die haben wir sehr gut gemeistert. Das war wirklich nicht verkehrt. Ah, verflucht. Ah, nee. Warum habe ich jetzt nicht gewartet? Verflucht. Kann ich? Ich müsste das mal ausprobieren. Ich dachte, ich kann dann direkt Ladestoß machen. So. Ich kann hier keine Seelenverbindung erzeugen.
weil es nicht sicher ist. Ah, verflucht. Ja, und so komme ich halt auch definitiv nicht drüber. Ich bräuchte diesen Dreifachsprung, der wäre hier super lässig. Der wäre so gut jetzt. Och Mist, ich hatte es doch schon. Ich war ja schon drüben. Okay. Der Run war bisher super. So, den haben wir. Okay, haben wir. Ich will hier irgendwo speichern. Okay. Das ist erledigt. Wo schauen wir jetzt am besten entlang? Jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch durch. Bis darüber. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal hier kurz rein. Und gegebenenfalls hier, falls wir da hinkommen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ja, tschüssikowski, ne? Ciao, ciao.